zusammen und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Inside Egosoft Podcasts. In den vergangenen Wochen hat unsere Community im deutschsprachigen Teil des Egosoft Forums zahlreiche Fragen gesammelt, mit dem Ziel, ein Interview mit uns zu führen. Gestartet wurde diese Initiative von User Arachnovia, der dann jedoch im weiteren Verlauf verschollen zu sein scheint. Wir hoffen, es ist alles okay und es geht ihm gut. User Xant hat dann die Initiative übernommen und uns eine lange Liste von Fragen geschickt. Lange ist ein gutes Stichwort. Diese Sonderfolge ist entsprechend auch ganz schön lange geworden. Deshalb fasse ich mich ausnahmsweise kurz in der Einleitung und wir springen direkt in die Beantwortung eurer Fragen, wofür ich natürlich den Chef persönlich, Bernd Lehan, Gründer und Geschäftsführer von Egosoft, eingeladen habe. Nehmt es mir nicht übel, dass der Schnitt diesmal nicht ganz so detailliert ist wie sonst. Die lange Dauer hat einfach etwas den Rahmen gesprengt. Ich lese die Fragen übrigens so vor, wie sie im Forum gepostet wurden. Das heißt, wenn ich in den Fragen ich sage, meine ich damit nicht mich selber, sondern den jeweiligen Fragensteller im Forum. Das mag etwas verwirrend sein im längeren Verlauf des Interviews, daher wollte ich das nur noch kurz angesprochen haben. Also, genug Einleitung, los geht's. Unsere deutschsprachige Foren-Community hat in den vergangenen Wochen Fragen eingesammelt und sortiert für ein Interview. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir das in Textform beantworten und es sich dann auch leicht übersetzen lässt in die anderen Sprachen, aber angesichts des Umfangs der Fragenliste ist es nicht mehr so wirklich praktikabel. Deshalb treffen wir uns jetzt zu einer Sonderfolge des Inside Egosoft Podcasts, ausnahmsweise in Deutsch, um durch diese Fragen zu gehen und ein paar Antworten zu liefern. Ich würde vorschlagen, ich lese die Texte, also es gibt immer so leichte kleine Einstiegstexte, die so ein bisschen die Kategorie umschreiben und dann die Fragen, die lese ich einfach vor und dann antwortest du, beziehungsweise wir sprechen darüber gemeinsam für die paar Fälle, zu denen ich vielleicht auch was sagen kann. Gerne. Okay. Gut, dann fangen wir an. Also zunächst eine Frage zum allgemeinen Befinden. Die Community fragt oder sagt, ich hoffe, es geht allen Mitarbeitern gut. Mit Blick auf die niedrigen Inzidenzwerte könnte man sagen, es ist wieder ein Stück weit Normalität bei euch eingekehrt. Wie hat sich die Arbeitsweise von Egosoft durch die Situation der letzten anderthalb Jahre verändert? Was genau werdet ihr wohl auch für die Zukunft beibehalten? Ja, also ganz grundsätzlich, glaube ich, können wir schon sagen, dass wir verhältnismäßig gut durch die ganze Situation durchgekommen sind. Also ich habe von anderen Unternehmen gehört, die es deutlich schwieriger haben, glaube ich, als wir. Das liegt vor allem natürlich auch daran, dass ein Teil unseres Teams sowieso immer schon extern besteht. Also es gibt verschiedene Teammitglieder, die nicht vor Ort in Deutschland sitzen, sondern schon in ihren Homeoffices über den Globus verteilt. Aber auch für uns hier in Würselen war es ja so, dass wir durch die geografische Nähe so zur ersten tatsächlichen Corona-Hochburg in Deutschland im Kreis Heidensberg, durch die geografische Nähe sind wir ja schon recht früh, ich glaube, es war Anfang März oder sogar schon Ende Februar, ich weiß gar nicht mehr genau. Ende Februar, ja. Ende Februar sogar schon. Sind wir schon ins Homeoffice jeweils gewechselt. Also von daher hat sich das ganz gut so eingegroovt, sage ich mal. Jetzt aktuell ist es natürlich so, dass die Zahlen besser werden. Einige von uns aus dem Team haben jetzt auch schon zumindest ihre Erstimpfung bekommen. Das heißt, wir werden so langsam perspektivisch oder ich sag mal mittelfristig uns wieder im tatsächlichen Büro in Würselen sehen, oder Bernd? Ja, das ist die Hoffnung. Also zumindest hin und wieder hoffe ich mal. Also es steht noch nicht ganz fest, wie wir danach arbeiten werden, aber es scheint sich abzuzeichnen, dass es nicht dieses 100% Büro oder 100% Homeoffice ist, sondern eine Lösung dazwischen. Und wie die genau aussieht, müssen wir noch erarbeiten. Die Leute wissen ja immer gerne ein bisschen mehr, so auch von den Internas bei uns. Und was ich jetzt ganz interessant finde, was du dir so ausgedacht hast in der Zeit, wo das Haus bei euch ein bisschen leerer war, ohne uns alle unten drin, ist, dass wir wirklich so von dem klassischen festen Schreibtisch eines Mitarbeiters weggehen werden, so zu einem etwas offeneren
Bürokonzept, das mehr Flexibilität ermöglicht und Raum so für ein moderneres Teamworking schafft, würde ich mal sagen. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu verleitet, da mal was zu überlegen und so ein bisschen das zu modernisieren? Ja, das war auch einfach die Überlegung, aus der Not eine Tugend zu machen, sozusagen. Jetzt, wenn halt mehr Leute zumindest zum Teil Homeoffice machen, dass man dann halt die Arbeitsplätze etwas effizienter nutzen kann. Aber das ist auch das wird wahrscheinlich zum Teil so sein. Also wenn ein Mitarbeiter jeden Tag im Büro arbeitet, dann macht es natürlich Sinn, dass er einen festen Arbeitsplatz hat. Aber so wie wir arbeiten bei uns, ist es, denke ich, oft auch möglich, dass man da ein bisschen flexibler ist. Das sind so ein paar technische Voraussetzungen, die müssen wir dafür halt erstmal erfüllen, dass das auch wirklich funktioniert. Aber dann hat das natürlich auch Vorteile, wenn Leute sich in einer Gruppe zusammensetzen können, auch räumlich, je nachdem, wie sie gerade halt zusammenarbeiten. Also ich denke, da muss sich dann zeigen, wie das dann in der Praxis funktioniert und ob das überhaupt funktioniert. Jetzt bringe ich hier schon meine eigenen Fragen mit rein. Das sollte ich besser lassen bei der ganzen Liste, die wir bekommen haben. Sonst wird das ewig dauern. Also machen wir mal mit der nächsten offiziellen Community-Frage weiter. An Bernd gerichtet und an alle, die schon so lange dabei sind. Gut, das musst du jetzt stellvertretend beantworten für die Leute, die schon so lange dabei sind. Wenn man 20 Jahre eine Spieleserie produziert, wodurch man ja auch zu einem großen Veteran der Gaming-Industrie wird, bekommt, ja, das musst du jetzt einfach so hinnehmen. Ja, ich weiß, ich wusste, weil ich so alt bin. Bekommt man da nicht manchmal Lust auf etwas anderes? Ansonsten gibt es Punkte, wo man dann später denkt, Mensch, was war das damals eine schlechte Idee, es so zu machen? Fragezeichen. Nee, also was anderes machen, das haben wir, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir unsere Fehler schon früh genug gemacht haben. Denn X war ja nicht das erste Spiel. Da waren ja fast 10 Jahre davor, in denen wir schon in einer viel kleineren Form natürlich andere Spiele entwickelt haben und sehr viel ausprobiert haben. Und ich glaube, daran liegt es, dass ich persönlich, aber ich glaube auch die wenigen, die in der frühen Phase schon dabei waren, in ähnlicher Form, gemerkt haben, was sie an X haben, an so einem Erfolg und auch an einem Spiel, was wirklich Spaß macht, zu entwickeln. Also wir haben halt auch lange Zeit, gerade in den ersten Jahren von Egosoft halt, Spiele machen müssen, die wir nicht aus Liebe zum Spiel gemacht haben. Da waren gerade diese Werbespiele, das ist ja kein Geheimnis, die macht man natürlich nicht, weil man jetzt dieses Spiel unbedingt entwickeln will, sondern das sind halt Projekte für Auftraggeber, wo man wirklich, wo man halt Geld mit verdienen muss. Und dann ist es halt wirklich eine große Freude, ein kommerzielles Spiel zu haben, das man selber kreativ entwickeln kann. Also alleine daher weiß ich, was wir an der X-Serie haben. Und ganz abgesehen davon war X ohnehin schon so ein bisschen die Krönung von auch den Spielen. Es war so, dass wir in der frühen Phase eigentlich immer abwechselnd kommerzielle Spiele und Werbespiele gemacht haben. Kommerzielle Spiele meine ich damit eben wirklich normal im Handel verkaufte, entwickelte Spiele. Im Grunde, die mussten immer gegenfinanziert werden über Werbespiele. Und diese kommerziellen Spiele, auch da war X im Grunde dann schon die Krönung der Spiele davor. Also das war wesentlich komplexer, wesentlich anspruchsvoller und spannender als Projekt. Und ja, ich schon so früh ausprobiert zu haben und zu merken, was man halt an dieser Serie hat, das hat halt dazu geführt, dass solange das funktioniert, solange Fans da sind, dass ich da wirklich davon überzeugt bin, dass es dann auch für uns als Firma und auch für uns als Team das Beste ist, das weiterzumachen. Und es macht einfach auch Spaß, weil man da so viel drin machen kann. Die Serie ist so groß, so umfangreich und gibt so viel her, dass man da einfach sich darin auch wunderbar austoben kann. Also es ist jetzt wirklich kein Bedarf auf meiner Seite, da jetzt irgendwie mal was völlig anderes auszuprobieren. Spielst du gerade selber auch ein Spiel? Und wenn ja, was ist da so der letzte große Hit für dich gewesen? Ich habe eine riesige Steam-Library, kaufe immer wieder ganz viele Spiele, wo ich nicht dazu komme, sie überhaupt auszuprobieren. Hoffe dann immer auf die nächsten Ferien oder irgendeinen kleinen Urlaub, wo ich dann mal mich hinsetze. Manchmal mache ich das so abends vorm Fernseher dann mit ich habe den gleichen PC am Fernseher und auch an meinem Gaming-Monitor und gehe dann einfach so ein bisschen die Library durch. Es ist in der Tat so, dass ich sehr, sehr viele Spiele ein bisschen anspiele, einfach um so ein bisschen zu sehen, was es so gibt, was so und speziell
viel so Indie-Titel, kleinere Titel, die nicht so bekannt sind, einfach mal ein bisschen gucken. Ich finde das auch immer toll, dass man über Steam da halt sehr viel Entwickler unterstützen kann, die eben nicht die großen Mainstream-Studios sind. Also sowas probiere ich gerne aus. Große Titel, die ich jetzt zuletzt gespielt habe, ja, ich liebe Doom. Das ist aber schon eine Weile her, ja. Aber ja, wobei, nee, stimmt nicht. Da kam ja jetzt auch 2020 wieder eine neue Erweiterung. Die habe ich auch gespielt, ja. Das mag ich. Die nächste Frage ist teilweise für deinen Sohn. Aber vielleicht kannst du es auch beantworten. Bernd lässt seinen Sohn in offiziellen Streams hin und wieder im Hintergrund spielen. Wie findet dieser, also sein Sohn, denn X4 im Vergleich zu anderen Spielen? Und wie ist es da als Vater, direkt Feedback vom eigenen Kind zu bekommen? Vielleicht auch ein Beispiel, in dem sich dieses Feedback direkt im Spiel bis heute äußert. Oh ja, ich glaube, Joshua hat eine Menge Feedback gegeben. Der hat eine Weile lang auch, also im Stream ist klar, da hat man dazu natürlich nicht die Gelegenheit, aber der hat in der Testphase der beiden Erweiterungen immer auch mal ein bisschen die Gelegenheit gehabt, das Spiel zu testen und dann auch Feedback gegeben, ja. Er ist natürlich ein etwas untypischer Spieler der X-Serie. Ich glaube, der Durchschnitt ist älter. Joshua ist noch, ist noch in der Schule, aber er kommt jetzt in ein Alter, dass er damit umgehen kann. Also er hat schon auch Spaß dran, aber es ist sicher auch nicht sein Lieblingsspiel. Also ich glaube, ich wäre jetzt sicher besser, wenn er selber was dazu sagen könnte, aber ich weiß, dass er liebt Minecraft, er liebt auch ein paar andere actionreichere Spiele, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber, aber ja, doch, er spielt X, glaube ich, auch schon ganz gerne schon. Und das trotz des jungen Alters. Das ist schon ziemlich cool. Ich weiß, wir kriegen in den, während der Livestreams kriegen wir, also wenn Joshua das macht, kriegen wir immer Feedback im Chat, wie begeistert die Leute sind, wie er immer die passenden Szenen gerade wirklich macht oder die passenden Dinge tut, zu den Dingen, über die du oder die Kollegen dann sprechen. Also das macht er schon ganz gut. Ja, hat schon auch eine Menge Erfahrung inzwischen, ja. Die nächste Frage. Es ist unter den Vorzeichen der Pandemie gewesen, als die zweite Entwicklung Wiege der Menschheit entwickelt, angekündigt und veröffentlicht wurde. Das Ergebnis erfährt eine durchaus positive Resonanz, verglichen mit Split Vendetta, das sich, so Bernd in einem anderen Interview, so gut verkauft hätte wie ein eigenständiges Spiel. Wie gut hat sich da Wiege der Menschheit verkauft? Seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Was bedeutet das Ergebnis für die Zukunft von X4? Also ich glaube, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Wiege der Menschheit hat sich sehr gut verkauft und verkauft sich weiterhin sehr gut. Sogar noch besser als X4 Split Vendetta. Nicht zuletzt die Computerspielförderung des Bundes hat es uns ermöglicht, bei Wiege der Menschheit die Qualität noch mal ein bisschen anzuschrauben. Und ich glaube, dass wir die hohen Erwartungen der Fans dabei auch durchaus erfüllt haben. Und wir sind sehr zufrieden, sowohl mit dem spielerischen als auch dem wirtschaftlichen Ergebnis. Und ja, was bedeutet das Ergebnis? Es bedeutet oder es ermöglicht uns, die Lebensdauer von X4 einfach zu erweitern und dadurch immer mehr Spieler anzusprechen, denen X4 möglicherweise vorher noch nicht begegnet ist. Und das sehen wir immer wieder, dass das auch ganz gut funktioniert. Also jetzt gerade, während wir das hier aufzeichnen, ist zum Beispiel Summer Sale auf Steam und auf GOG war er vor kurzem auch. Und da sieht man halt, dass X4 sich nach wie vor sowohl Basisspiel als auch Erweiterungen eben sehr gut verkauft. Und wir haben sehr, 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 sehr viele Wishlist-Einträge immer noch offen. Also es sind dann natürlich viele Leute, die warten auf einen bestimmten Rabatt oder beobachten das Spiel vielleicht auch und warten, dass nochmal bestimmte Dinge geändert werden oder Sachen dazukommen oder so. Also grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, dass da noch viel, viel Potenzial drin ist, aber wir auch sehr happy sind mit dem bisher Erreichten, oder? Wie würdest du das sehen? Ja, kann ich alles so unterschreiben. Also ist auf jeden Fall, der Erfolg ist da, es ist super, übertrifft unsere Erwartungen, meine Erwartungen. Und ja, man muss in der Tat, wie du das auch schon gesagt hast, immer die ganze finanzielle Seite darf man nicht außer Acht lassen. Wir können deswegen uns auch ja so konservativ mit einfachen Erweiterungen gut finanzieren. Das ist eine tolle Sache. Also wir können wirklich am Spiel weiterarbeiten, können es weiterentwickeln. Das muss man das ist eine etwas luxuriöse Situation, in der wir da gerade drin sind, aber das macht großen Spaß. Es gibt natürlich immer
ja, es gibt unheimlich viel, was wir am Spiel verbessern wollen, sowohl Dinge, die jetzt einfach am Basisspiel einfach noch besser gemacht werden können. Und das gibt es natürlich immer. Das, glaube ich, kommt bestimmt nachher auch noch mehr zu in diesem Interview. Aber eben auch natürlich die neuen Erweiterungen, neuer Content und so. Und das parallel zu entwickeln, das funktioniert super aktuell. Genau, es war ja alles recht harmlos bisher. Also ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Es kommen noch ein paar kritischere Sachen, das ist klar. Ich fürchte es auch. Eines der Features, an dem Egosoft derzeit arbeitet, ist eine Erweiterung der Multiplayer-Komponente für X4. Ist damit auch die Tür einen Spalt breit offen für einen Koop-Modus, langfristig gesprochen? Gab es im Vorfeld zum jetzigen Multiplayer auch diese Überlegung? Was sprach dafür, was dagegen? Ist es in X4 technisch überhaupt möglich, einen solchen Modus umzusetzen? Stichwort Verhältnis von Aufwand und Ertrag? Aufwand und Ertrag, das ist natürlich ein großes Wort. Das hängt ein bisschen dann wieder, das ist eine ganz andere Fragestellung. Da geht man an die Monetarisierung, wie man damit mit der ganzen Sache wieder Geld verdienen kann. Aber das ist technisch in der Tat eine ganz andere Sache. Aber natürlich haben wir darüber nachgedacht. Und ich würde das auf keinen Fall so sehen, dass das eine das andere ausschließt oder ersetzen würde. Also wenn wir das machen werden oder würden, dann würde sich das ergänzen eventuell. Klar, der Aufwand ist halt ein anderer. Es geht tiefer in die Engine und es lässt sich halt nicht so gut verbinden mit dem Core-Gameplay. Das ist eigentlich das, was uns am meisten davon abhält, jetzt einfach ein Multiplayer-Koop in irgendeiner Weise einzubauen, weil das halt schwierig ist, mit dem Langzeitaufbau deines eigenen Universums zu kombinieren. Man könnte sich natürlich außerhalb der Safe-Games sozusagen sowas vorstellen, dass man einfach Modi macht, in denen man sich dann, indem man zum Beispiel gemeinsam irgendeine Mission spielt, irgendwelche kurzfristigen Ziele erreicht, aber jetzt halt wirklich gemeinsam in einem Safe-Game diese langfristigen Ziele zu erreichen, die wirtschaftlichen Ziele, Stationen bauen, Armeen aufbauen, das ist halt, das greift viel zu tief ins Gameplay ein und das funktioniert in der Form ja nicht in einer kurzen Session. Da müsste man dann halt ein MMO machen und das ist ja wieder was ganz anderes. Es bleibt so ein bisschen beim Online-Thema noch. Zu Beginn der X-Serie war einmal die Aussage im Bonusmaterial enthalten, wonach ein echtes X-Online der ganz große Traum ist. Steht dieser Traum noch? Das ist das, was ich gerade sagte. Wir haben, das war 2002, das war, glaube ich, noch vor der Veröffentlichung von X2, die Bedrohung, X2, The Threat, tatsächlich sehr konkret mal mit der Idee gespielt, ein MMO zu machen. Ich bin im Nachhinein froh, dass wir es nicht gemacht haben. Das wäre sicher finanziell eher ein Desaster geworden. Auch wenn die Idee, es sind ja dann Spiele danach dann erschienen, die im Grunde in diese Richtung gehen. Das EVE Online gab es da noch nicht. Das ist ja sehr in diese Richtung. Hätten wir ein Spiel in dieser Art gemacht, das wäre ganz anders als X jetzt ist, weil man muss dann natürlich das ganze Balancing, den ganzen Grundaufbau ganz anders aufziehen und das wäre sehr viel langsamer, es wäre nicht möglich, dass man mal eben so ganze Flotten von Schiffen bekommt und riesige Stationen bauen kann. Das ist in einem MMO mit sehr vielen Spielern in einem Universum natürlich so nicht machbar. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Stärke in genau dieser Möglichkeit, sich schnell zu entwickeln, haben wir eine ganz, ganz gute Stärke gegenüber den MMOs, die es eben gibt oder die jetzt auch in der Entwicklung sind. Star Citizen, es geht in die Richtung. Wir haben jetzt natürlich nicht nur EVE, auch Elite Dangerous. Das ist ja inzwischen jetzt dann ein wesentlich aktiveres Feld geworden. Sowas dann auch noch zu machen, wäre jetzt sicherlich nicht so spannend, wenn es dann nur Yet Another wäre. Dann müsste man da auch was ganz Besonderes, Neues machen. Und ehrlich gesagt sehe ich für uns eher die Chance da drin, X in der Form, wie es ist, weiterzuentwickeln und zu verbessern und dann so schrittweise auch wirklich jetzt über diesen asynchronen Multiplayer-Teil Feature hinzuzufügen, die nicht im Widerspruch stehen zu dem Singleplayer-Universum, die das nicht mindern, was schon da ist und dann darauf aufzubauen. Wie gesagt, das kann auch bedeuten, dass wir vielleicht in Zukunft mal mit direkterem Online-Featuren experimentieren. Da war ja eben schon, steckt ja die Frage drin, ob das technisch möglich ist. Es ist zumindest nicht völlig unmöglich, klar. Also wir haben damit auch schon experimentiert und vielleicht, wenn wir das auch in der Zukunft
noch weiterentwickeln. Muss man mal sehen. Es geht zum Thema UI rüber. Das Benutzerinterface steht häufig in der Kritik. Es sei unübersichtlich und selbst einfache Befehle oder Einstellungen erfordern eine Menge Klicks. Doch die große Fülle an Informationen und Einstellungsmöglichkeiten macht eine übersichtliche und einfache Darstellung auch irgendwie nahezu unmöglich. So war zum Beispiel nirgendwo ersichtlich, wodurch tyrannische Antriebe sich wirklich auszeichnen. In diesem Spannungsfeld zwischen Komplexität und Benutzerfreundlichkeit bewegt sich X-Gear seit Release. Gibt es konkrete Pläne oder Überlegungen, dem Benutzerinterface eine grundlegende und mehr intuitive Überarbeitung zu spendieren? Dazu soll ja bereits auch schon ein Brief an Bernd eingegangen sein. Ein Brief? Oh, ich weiß nicht. Also ich kriege sehr viele E-Mails mit Vorschlägen und ich habe immer so ein paar Listen, wo ich ganz viele QOL, Quality of Life Improvements, sammle. Also wenn Leute Vorschläge haben, das sind oft wirklich ganz einfache Dinge. So hier ein Hotkey für ein bestimmtes Feature, hier ein Menü ein bisschen umstrukturieren. Auf solche Sachen bin ich immer ganz scharf. Ich sammle das und es ist nur natürlich nicht so, dass wir jetzt alles einfach so machen können, wie die Leute sich das vorstellen. Also manchmal sind das einfach nur Ideen, die dann zu wieder was ganz anderem führen oder es muss halt kombinierbar sein mit den Dingen, an denen wir ohnehin arbeiten. Aber trotzdem, ich sammle das und das gibt mir auch natürlich einen Eindruck dafür, was besonders gewünscht ist. Dass in der Tat das User Interface problematisch ist, ja, wie der Fragesteller da schon richtig feststellt, liegt das zum Teil in der Natur der Sache bei einem Spiel, das einem von Anfang an unglaublich viel Feature zur Verfügung stellt. Also du startest X4 und hast im Grunde von Anfang an ein User Interface, das dir all das ermöglicht, was du auch am Ende dann kannst. Flotten managen, Stationen bauen, eben sehr, sehr, sehr viele Dinge. Und das ist ganz mal unabhängig davon, dass man das jetzt immer auch noch weiter im Detail verbessern und beschleunigen kann, sind da zwei ganz unterschiedliche Zielsetzungen. Zum einen Einsteigerfreundlichkeit, Konzepte zu finden, die halt jemanden, der das Spiel noch nicht kennt, es ermöglichen, das leicht zu lernen. Und das steht leider oft im Widerspruch dazu, es den Leuten, die das Spiel schon gut kennen oder die oder noch schlimmer, Leuten, die die Vorgängerspiele gut kannten, den Wechsel leicht zu machen. Ja. Das ist zum Teil genau das Gegenteil. Also das führt zum Teil eben zu genau gegenteiligen optimalen Lösungen. Zum Beispiel hat sich sicher viel auch Kritik von X3-Spielern im Zusammenhang mit der Map daraus ergeben, dass man da halt mit dem Kontextmenü ganz anders umgeht, also die Art, wie die Map wirklich funktioniert, dass du auf eine Unit klickst und dann ein anderes Objekt anwählst und im Kontextmenü halt einen Befehl erteilst. Ja, es ist nicht einfach und wir versuchen da immer wirklich durch kleine Iterationen das weiter zu verbessern. Im Rahmen von den jetzt entwickelten Erweiterungen für X4, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir da auch noch weiter dran arbeiten. Wir arbeiten ja weiter in diese Richtung von Erweiterungen an X4, also immer auch dieses Prinzip, es kommt eine Erweiterung und parallel auch ein großes neues Update. Mhm. Und nach 4.0 ist es natürlich auch kein Geheimnis, dass das nächste große Update dann 5.0 sein wird. In solchen Schritten werden immer auch User-Interface-Verbesserungen drin sein, aber das können keine Revolutionen sein. Also wir werden da nicht hingehen und dann in so einem Update dann plötzlich das User-Interface grundlegend anders aussehen lassen zum Beispiel oder völlig anders strukturieren. Aber auf der anderen Seite bin ich auch immer ein Freund davon, durchaus für größere Änderungen offen zu sein. Also das ist auch da bei diesen Schritten, kann man natürlich doch noch deutlich konservativer sein, weil jede Änderung ist halt, auch wenn sie noch so gut gemeint ist, auch immer mit der Gefahr verbunden, dass die Leute, die sich schon daran gewöhnt haben, dann wieder sich umgewöhnen müssen. Also Es ist immer ein ständiges Abwägen von Vor- und Nachteilen. Und die Möglichkeiten sind natürlich größer, wenn man jetzt zumindest nicht Safe-Game-kompatibel sein muss, ein neues Spiel macht. Und wann das dann der Fall sein wird in der Zukunft, muss man dann mal sehen. Aber wir müssen uns halt nach den Möglichkeiten richten, die da sind. Viele Benutzer posten fleißig im Forum und machen sich mitunter auch sehr tiefe und detaillierte Gedanken zum Spiel, zu Bugs und zu möglichen Verbesserungen. Hier möchte ich einfach mal ganz direkt fragen, nehmt ihr das Feedback, Klammer auf, außerhalb des Beta-Forums, Klammer zu, denn direkt wahr? Ist ein solches überhaupt erwünscht? Und wenn ja, so wäre ein Beispiel sehr schön für die Leser, wie deren Feedback sich im Spiel auswirkt.
Ich habe das ja eben schon mal kurz erwähnt. Also ich habe diese Listen, in denen ich vor allen Dingen QOL, Quality of Life Improvements, sammle. Aber es dringen auch immer wieder Forum-Threads zu mir durch. Im Forum bin ich selber nicht sehr aktiv unterwegs, weil das einfach zu viel Zeit erfordert. Das macht aber zum Beispiel CBJ, der ja einer unserer wichtigsten Entwickler ist im Team. Also wir haben, und da sind auch noch eine Menge andere unserer Entwickler direkt im Egosoft-Forum unterwegs, andere wiederum auf Reddit, da sind auch einige unserer internen Entwickler unterwegs. Also ist ja nicht alles so, dass es jetzt unbedingt immer bei mir landen muss. Auch ich kriege dann halt darüber natürlich immer mal wieder Sachen weitergeleitet. Aber wenn man mich erreichen will, ist das am einfachsten immer per E-Mail. Und das wissen auch genügend Leute, das erwähne ich immer wieder. Ihr könnt an bernd@egosoft.com schreiben, wenn ihr Wünsche habt oder wenn ihr einfach auf einen bestimmten Thread verweisen wollt. Und dann folge ich dem, dann lese ich mir das auch im Forum dann durch. Da hat es halt, wie gesagt, schon öfter solche Sammlungen auch gegeben, dass Leute ihre Wünsche am besten so nach Themen sortiert ein bisschen, also zum Beispiel User-Interface-Wünsche gebündelt oder AI-Wünsche gebündelt sammeln und dann gehe ich diese Sachen durch und davon ist unheimlich viel in die Updates zu X4 reingegangen. Das funktioniert immer am besten, wenn wir eben Iterationen machen, Updates, so wie 3.0, 4.0, weil wir dann die gleiche Basis haben. Da wissen die Fans genau, was sie haben. Sie kennen den Zustand davor und können jetzt eben Vorschläge machen, was man eben in der nächsten Verbesserung hinzufügt. Sowas passiert ständig. Wir gehen jetzt zu so einer kleinen Formatsänderung über, würde ich es nennen. Es kommen gleich ganz kurze Stichpunkte, zu denen auch kurze Antworten gegeben werden. Ich lese mal kurz den Einleitungstext des Verfassers. Ich persönlich vergleiche die X-Serie gerne mit einem guten Bordeaux. Mit den Jahren wird er besser. Das ist doch ein schönes Sinnbild, was wir uns so behalten können. Das liegt nicht nur an neuen Inhalten, sondern auch am kontinuierlichen Bugfixing oder der Entwicklung neuer Features. Leider ist das ein jahrelanger Prozess. Die berühmten Schalter Bugs Off oder Feature On gibt es in keinem Spiel. Zu bestimmten Dingen haben einige Spieler gezielt Fragen gestellt, die ich unter einer großen Frage zusammenfasse. Inwieweit sind folgende Dinge bekannt, beziehungsweise welche Priorität der Bearbeitung genießen diese? Hier möchte der Verfasser kurze, präzise Fragen einwerfen, in der Hoffnung auf ebenso kurze und präzise Antworten. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, ob wir direkt so wirklich verstehen, was gemeint ist. Präzise Antworten geben können, ja. Wir werden es versuchen. Ja. Gut, also mal. Ich werfe rein. Flugverhalten von Gruppen /Formatierungsflug. Eskorte zu schnell oder zu langsam? Ja, Formationsflug. Ja klar, das ist schon in Arbeit. Also wir haben im Moment gerade wieder einen großen Task, im Grunde ein niemals endender Task, aber das ist jetzt wieder so ein Batch gewesen von Arbeiten an AI. Und da war das genau auch ein Punkt, ist in Arbeit. Also da wird es in 4.10 wahrscheinlich sogar schon in der nächsten Beta eine Veränderung geben. Wunderbar. Sind die Xenon wirklich zu schwach? Es hat so ausgesehen, als seien sie etwas schwächer. Und die Änderungen sind sehr subtil und kompliziert und indirekt und auch für uns oft nicht so einfach zu beobachten. Es ist oft auch wirklich so, dass man das erst so nach sehr langer Zeit rausfindet. Es sind wieder Änderungen gemacht worden. Gar nicht so sehr an den Xenon selber, sondern wir haben vor allen Dingen das Balancing, also das Kampfverhalten out of sector zu in sector, also die Simulation des Kampfes, wenn der Spieler nicht in der Nähe ist, im Vergleich zu dem, wenn er in der Nähe ist, verändert. Und das verändert dann indirekt immer besonders stark die Stärke der Xenon, weil die natürlich daran im Grunde komplett hängen. Also wie viele ihrer Schiffe verlieren sie, wenn sie halt irgendwo eine Schiffswerft angreifen oder eine Station angreifen. Und ja, da hat es also wieder Änderungen gegeben. Und da ist in 4.10 auch eine größere Änderung drin. Stichwort nur HOTAS-Nutzer. Benutzerdefiniertes Hotkey-Editing, zum Beispiel für Flottenbefehle, um auf Maus ganz verzichten zu können? Bitte konkrete Vorschläge an uns schicken. Also das ist das, was ich mit Quality of Life Improvements meine. Man kann ja theoretisch ganz auf die Maus verzichten. Es gibt ja diese Maus-Simulation, die man dann auch mit einem HOTAS-Stick benutzen kann. Dass das natürlich suboptimal ist zum Teil auf der Map und so, ist klar. Aber wenn es jetzt irgendwie bestimmte Mappings sind, die fehlen, bestimmte Hotkeys, wie gesagt, gerne Vorschläge machen. Also es gibt auch da einige Dinge, die schon auf der Liste stehen, aber jetzt nicht konkret für 4.10 irgendwas ganz Brennendes, wo ich jetzt von wüsste.
Standardisiertes Ingame-Bug-Meldeformular. Ist nicht so einfach, wie es klingt. Dann würden wir ganz, ganz oft immer das Gleiche kriegen oder auch ganz viel Arbeit da reinstecken müssen, die dann das zu identifizieren, was das Gleiche ist. Das ist also sehr oft so. Kunden sind ja keine ausgebildeten professionellen Beta-Tester. Die wissen nicht, wie sie so etwas beschreiben oder wie man das konkret dann umschreiben soll. Also das ist nicht nur ein Vorteil. Wie gesagt, wir haben ja ein dafür angelegtes Forum. Das hat den Vorteil, dass man eben in dem Forum auch Administratoren und Moderatoren hat, die helfen können, das zu sortieren, die auch vorher schon natürlich die Leute dazu anregen, erstmal durch FAQs durchzulesen, damit eben nicht zum 100. Mal das Gleiche gepostet wird unter möglicherweise immer wieder unterschiedlichen Überschriften und so weiter. Also das ist leider nicht ganz so einfach. Rückkehr des Fernglases denkbar, Klammer auf, auch bekannt als digitales Sichtverbesserungssystem, Klammer zu. Absolut denkbar, ja. Das ist der einzige Grund, dass es nicht drin ist. Hat was mit dem HUD zu tun, das dabei dann verzerrt wird. Und an sich gibt es dieses Feature im Grunde in unseren Debug-Versionen ohnehin. Es ist also jetzt nicht sehr schwierig, das einzubauen. Es ist eben nur ein bisschen schwierig, das so vernünftig zu machen, dass es auch mit den HUD-Instrumenten sauber funktioniert. Das ist der einzige Grund, weswegen es nicht drin ist. Es ist denkbar, ja, es ist auch auf der Liste, aber nicht als hohe Priorität aktuell. Ich kann es nicht versprechen, ob es in 5.0 drin ist. Änderungen bei Sektor Sonnenstrahlung auch in alten Sektoren doch noch denkbar? Ja, das hat mir, glaube ich, schon mal öffentlich drüber gesprochen. Das Problem, wir haben da ja kleine Änderungen gemacht, aber die massive Änderung, um es dann so zu machen, wie es jetzt auch im Sol, im terranischen System ist, wäre wohl zu radikal, dann würden sehr viele Leute wegen der Safe-Game-Kompatibilität plötzlich wieder dastehen mit Solar-Power-Plants, mit Solarkraftwerken in Systemen, die dann plötzlich deutlich unattraktiver sind, weil die Änderung wäre sicher überwiegend nach unten. Und das ist etwas, was dann oft nicht so gut ankommt. Also wahrscheinlich nicht. Gezielte Ausbildung von Personal nicht als Endgame-Feature, sondern früher? Ja, also da wird immer ein bisschen dran gearbeitet, aber jetzt kein neues großes Feature ist dafür geplant. Es gibt halt zum Beispiel auch über die Missionen die Möglichkeit, die Items, die man zum Ausbilden der Crew benutzt, früher zu bekommen, auch einfacher zu bekommen. Und natürlich auch die Verbindung mit den Venturen, also den Multiplayer-Missionen. Wenn ich meine Schiffe auf ein Venture schicke, dann erhält die Crew auch schneller mehr Erfahrung. Aber jetzt Massenausbildung, also große Camps, wo man dann einfach ganz viel Crew reinsteckt, das ist mir ehrlich gesagt etwas zu einfach. Dann würde das ganze Feature auch wieder entwertet. Da bin ich kein großer Fan davon. Handelsflotten, also einer Flotte Handelsbefehle erteilen und nicht einzelnen Schiffen. Müsste ich mal drüber nachdenken, was das konkret bedeuten würde. Also man hat das ja normalerweise über den Umweg der Station, also dieses Zusammenfassen, dieses Gruppieren für Handelsaufträge passiert in einer, also in der häufigsten Version natürlich, indem ich einfach Handelsschiffe einer Station zuordne. Hier ist wahrscheinlich die Rede von unabhängigen Handelsschiffen und ich weiß nicht, welche Konsequenzen das hätte, wenn ich jetzt einfach allen den gleichen Handelsbefehl gebe. Das ist, glaube ich, was das genau für ein Use Case? Soll das dann automatischer Handelsbefehl sein oder Loops? Müsste ich mal drüber nachdenken. Wer diesen Vorschlag gemacht hat, kann sie gerne mal, wie gesagt, mir schreiben. Stuhl für Kapitän, also für den Spieler auf der Brücke. Ja, also es ist geplant. Wir würden da gerne mehr machen mit Innenräumen, auch auf Schiffen und vielleicht auch im Headquarter. Wird auf jeden Fall laut drüber nachgedacht, ja. Auch mit natürlich nicht nur, dass man sich hinsetzen kann, sondern dass das auch was bewirkt. Separate Frachter für Gasflüssigkeit, ohne dass man wertvolle Schürfer dafür abstellen muss. Wertvolle Schürfer. Also euch geht es darum, dass diese Schiffe dann billiger sind als jetzt ein entsprechendes Mining-Schiff? Ist nicht geplant, nee. Also ist jetzt mehr eine Balancing-Frage. Sehe ich jetzt auch keinen so großen Bedarf für, ehrlich gesagt. Beteiligung von Mitgliedern der Community an der Enzyklopädie und dem Online-Handbuch. Also wir verbessern die Enzyklopädie, also damit ist ja wahrscheinlich die im Spiel gemeint. Es gibt ja auch die gedruckte regelmäßig, also es wird sicher auch in 5.0 da wieder neue Artikel drin geben und Verbesserungen.
Da jetzt einfach die Community reinzuholen, ist leider nicht so einfach. Ein Großteil, also einfach nur lange Texte, längere Texte zu schreiben, Beschreibungen, damit ist es leider nicht getan. Ein sehr großer Aufwand steckt da drin, das dann zu lokalisieren. Wir unterstützen ja nun inzwischen sehr, sehr viele Sprachen. Und es hat auch viel mit dem Layout der Texte zu tun. Also es ist nicht ganz einfach. Aber wenn Leute Interesse daran haben, daran mitzuarbeiten, gerne bei mir melden. Also es ist, wie gesagt, nicht ganz so einfach, aber sowohl für das Übersetzen des Spiels als auch dann in dem Fall jetzt im Besonderen auch als guter Autor, der da vielleicht was beitragen möchte, gerne bei mir melden. Also vielleicht gibt es ja da die Möglichkeit, da noch mehr zu machen. Ist ja nicht die erste Person, die aus der Community am Ende im tatsächlichen Team landet. Das ist schon öfter vorgekommen, ja, das stimmt. Sinza als eigener Modus, der nicht den Autopiloten ablöst. Ja, eben nicht Modus ist, glaube ich, der Punkt. Es ist ja jetzt ein Modus, also die Modi schließen sich ja gegenseitig aus. Man hat ja immer nur entweder Travel Drive oder Sinza oder einen der Scanner. Und ich glaube, hier geht es wahrscheinlich darum, dass man Sinza machen kann, während man diese Dinge hat. Der nicht den Autopiloten ablöst, ist ja eigentlich... der Autopilot ist ja kein Modus, also ich weiß nicht jetzt genau. Also was ich sagen kann, ist, Sinza jetzt einfach immer ergänzend während des normalen Spiels zu machen, ist leider sehr hässlich. Also das Spiel wird dann sehr, sehr hektisch und unüberschaubar und ist einfach in der Darstellung nicht schön und ruckelig und dann passiert auch vieles. Das Spiel läuft ja dann wirklich schneller. Also dein Schiff fliegt schneller, alles passiert schneller. Und wir machen das also auch gezielt, um da viele dieser Probleme zu umgehen, eben im Ausschluss zum Beispiel mit dem Travel Drive. Wenn du Travel Drive und Sinza kombinieren würdest, würde natürlich, klar, da würden einige Dinge noch schneller gehen, aber das das führt zu sehr vielen Problemen, die sehr unschön sein können. Und das erhöht auch wieder die Gefahr, dass dann Kollisionsprobleme auftreten oder die AI damit Probleme bekommt. Verbesserung der Auflösung von Sektorhintergründen. Interessanter Punkt, muss man mal sehen. Also ist jetzt nicht oben hoch auf unserer Liste von Prioritäten aktuell. Ich weiß nicht, welche Auflösungen die Leute hier spielen. Reden wir hier von noch höher als 4K auch. Also ich spiele eigentlich selber schon in einer recht hohen Bildschirmauflösung und finde eigentlich die Sektorhintergründe auf meinem Monitor sehr schön. Aber klar, man kann man mal drüber nachdenken. Abbruch von laufenden Enter-Vorgängen. Klammer auf, die Schaltfläche ist ja da nur ausgegraut, Klammer zu. Die Schaltfläche ist da, ist nur ausgegraut, interessant. Ist mir jetzt gar nicht bewusst. Also es gibt ein Problem, das glaube ich auch schon öfter in dem Zusammenhang kritisiert wurde, dass manche Schiffe das nicht rechtzeitig mitbekommen. Also je nachdem, in welchen genauen Vorgang in einem AI-Skript die gerade drin sind, kann es halt sein, dass eines deiner vielen Schiffe noch dabei ist, ein Ziel anzugreifen, während du es gerade schon übernommen hast und dann halt das gerade frisch übernommene Schiff wieder zerstört. Das ist leider nicht ganz unkompliziert, gerade bei den vielen möglichen Befehlen und States, die so ein AI-Skript da gerade haben kann. Auch da vielleicht mal mit etwas mehr Details per E-Mail gerne an mich. Und die letzte dieser Kurzfragen, ist Egosoft mit den Kark weitgehend fertig? Wir sind mit nichts fertig. wir haben die Kark jetzt ein bisschen wieder neu zum Leben erweckt als Hilfsmittel im Mining, sage ich mal, um da ein bisschen, weil das auch passte, so dieses Volk, das sind ja ein bisschen insektenartig, bauten ja ihre Hives gerne in Asteroidenfeldern, gerne auch ein bisschen außerhalb von Systemen. Und das passte hier sehr gut. Und sie sind ja auch eine der wenigen Bedrohungen, die auch wirklich springen und plötzlich auftauchen können. Das passt hier auch sehr gut. Das weiß man nie. Also das kann sehr gut sein, dass wir die noch öfter benötigen. Wir kehren zurück zu den normalen Fragen, sage ich mal. Und es wird auch wieder ein bisschen umfangreicher. Die Simulation einer Wirtschaft ist unstrittig Kern der gesamten Serie. X4 ist da selbstverständlich keine Ausnahme. Drei der vier Mottos, nämlich Trade, Build und Think, beziehen sich schließlich darauf. X4 hat jedoch eine reine Kriegsökonomie, das heißt Frieden bedeutet nicht wirtschaftlichen Aufschwung, sondern ganz im Gegenteil gar den ökonomischen Tod des Universums. Fight ist also die Voraussetzung für die drei übrigen Mottos.
erziehungsethisch gesprochen, wird dem Spieler hier nicht eine etwas fragwürdige Moral vermittelt, die da lautet, wer Geld verdienen will, muss Konflikte anheizen und für möglichst viel Tod sorgen. Immerhin wird man mit Stagnation bestraft, wenn man alle Konflikte in den Missionen löst und für universellen Frieden sorgt. Ja, also ich hab mir in der Tat über diese Fragestellung schon öfter den Kopf zerbrochen. Das ist nicht ganz falsch, was er da sagt. Und es ist in der Tat so, dass ich da auch öfter drüber nachdenke, welche Message sendet man mit so einem Spiel, erziehungswissenschaftlich, ich weiß nicht, erziehungsethisch. Aber ich gehe immer davon aus, muss ich ehrlich sagen, dass Leute, die unser Spiel spielen, trotzdem auch das Abstraktionsvermögen haben zu sehen, okay, nur weil Krieg eine gute Sache ist für meine Wirtschaft in diesem Spiel, ist jetzt nicht in der Realität automatisch auch eine gute Idee. Also ich hoffe nicht, dass irgendjemand, weil er X spielt, jetzt später mal irgendwann zum Politiker aufsteigt und dann die Wirtschaft einer Nation in diese Richtung drängt, dass ein Krieg ihm hilft. Nein, es ist ja auch gar nicht wahr, dass, wenn man es volkswirtschaftlich betrachtet, das gut ist. Es ist halt aus Sicht des Spielers gut, weil der Krieg natürlich die Nachfrage ankurbelt. Und das ist in der Tat, weil das wirklich der absolut dominante Teil des gesamten Bedarfs ist. Also viel des Warenbedarfs in unserem Universum speist sich daraus, dass halt etwas zerstört wird. Schiffe oder Stationen, und die müssen dann wieder repariert werden. Und wenn man das alles wegnimmt, haben wir halt einfach eine Sättigung. Dann läuft die Produktion an die Decke. Das ist natürlich eigentlich kein aus Sicht der Bevölkerung des X-Universums ja nichts Schlechtes. Aus Sicht eines produzierenden Spielers, der seine Waren loswerden will, ist es leider das, ja. Ja, wir haben darüber auch schon nachgedacht, da noch wieder ein bisschen mehr wegzugehen von dem Realismus, weil man kann eine einfache Lösung dafür ist natürlich die Simulation eines zivilen Bedarfs. Also wir hatten das eigentlich früher in den X3-Spielen, da gab es einfach, wir haben das immer sekundäre Ressourcen genannt, da gab es im Grunde einfach die Erklärung, auf den Raumstationen sind halt sehr viele Menschen und die verbrauchen halt alles so ein bisschen. Und das ist dann eigentlich einfach ein Grundbedarf, der immer da ist und dann weggeht. Und natürlich könnten wir das in X4 sehr leicht auch reinmachen. Das entwertet aber leider so ein bisschen die Dynamik dieses Universums, weil das Spannende, finde ich, ist ja gerade zu betonen, dass ich erleben kann, wie Änderungen, wie Events in diesem Universum tatsächlich auch wirtschaftliche Folgen haben. Also ein kleiner Konflikt, eine Schlacht wirklich dazu führen, dass dann punktuell an dieser Stelle, wo die Schlacht stattgefunden hat, der Bedarf wieder steigt. Und je mehr ich an der Schraube drehe, dass ich da die ganze Zeit einen Verbrauch im gesamten Universum habe, desto mehr wird das halt auch wieder entwertet. Desto weniger ist eben das, was im Universum passiert, auch mit der Wirtschaft gekoppelt. Und das ist eigentlich gerade die Stärke von X4. Also das gefällt mir sehr gut. Die erziehungsethische Komponente ist da etwas in den Hintergrund getreten, muss ich zugeben. Darauf aufbauen, Stichwort Friedensökonomie. Das Terraforming bringt erstmals einen wirtschaftlichen Fokus auf den Tisch, der die oben genannte Idee der Kriegsökonomie aufweicht. Mhm. Können wir in Zukunft mehr davon erwarten? Also nicht nur einmalige Projekte, sondern auch friedensökonomische und vollständig simulierte Kreisläufe? Mhm. Dazu drei spezifische Denkanstöße. Okay. Einmal große Projekte wie der Bau von Highways, die zweite Verbindung in grausamer Vorstoß, die Beseitigung von gefährlichen Regionen oder Ähnlichem. Zweitens die Einbindung von Planeten als Ziel und Quelle von Ressourcen. Und drittens Aufbau von Stationen, Vergleich mit Babylon 5, Deep Space Nine etc., die das Ziel einer Zivilwirtschaft sein können. Ja. Die Entwicklung der großen Teladi-Stationen bietet sich hier bereits an. Ja, das Letzte ist nämlich ein bisschen das, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Genau, es ist ja mit Terraforming im Grunde schon ein bisschen passiert. Ich finde das okay, wenn wir das eben den Spieler entscheiden lassen. Weil wenn der Spieler dieses Late Game erreicht hat, wo er selber halt auch großen politischen Einfluss nehmen kann. Es gibt ja da diese Plot-Sinks am Ende, bei denen man dann wirklich sehr, sehr große Projekte baut und auch diplomatischen Einfluss auf die Völker hat. In dieser Phase wäre es dann auch akzeptabel, wenn der Spieler selber sich entscheidet, okay, ich befriede jetzt das Universum und dann brauche ich aber auch für meine eigene Wirtschaft vor allen Dingen einen Abnehmer. Und dann würde man den dann im Grunde
auf Entscheidung des Spielers basierend dann hochskalieren als neuen Verbraucher. Und da wäre in der Tat das Realistischste dieser letzte Vorschlag, nämlich im Grunde das, was wir früher Sekundärressourcen genannt haben, eher stark als neuen Verbraucher. Das könnte auf Planeten passieren, das könnte auf Stationen passieren. Das ist beides möglich, ja. Absolut eine Möglichkeit, ja. Wir haben das, wie gesagt, durch Terraforming, auch im Zusammenhang mit Terraforming schon diskutiert. Es ist jetzt aktuell nicht auf unserer Liste für 5.0, aber es ist eine Möglichkeit. Wir switchen zum Bauaspekt, glaube ich. Der Bau eigener Stationen ist einer der Höhepunkte des Spiels. Ich selbst habe viele Stunden in diesem Aspekt versenkt und bereue nichts. Das ist doch schön. Doch je größer die Liste an Besitztümern wird, je komplexer die Logistik, desto feinere Einstellungen oder breite Optionen wünscht man sich da. Bisher kann nur ein Konstruktionsschiff an einer Station bauen und selbst da ist die Anzahl der aktiven Baudrohnen begrenzt. Gab oder gibt es Überlegungen, hier etwas zu verändern, zum Beispiel 2, 3 oder gar mehrere Konstruktionsschiffe zuzulassen? Ja, haben wir schon drüber nachgedacht. Man kann das ein wenig skalieren über die Anzahl der Drohnen, die das Konstruktionsschiff hat. Speziell, wenn es dein eigenes Konstruktionsschiff ist, was ja auch wieder eine relativ teure Investition ist, kann man das natürlich dann auch aktiv konfigurieren. Aber ja, das ist natürlich, wäre noch ein anderer Schritt, da mehrere zuzuordnen. Es ist dann aber, es würde, finde ich, die Sache auch nur unnötig komplizierter machen, weil man dann ja auch wieder entsprechende Dockingplätze. Es gibt ja die Build Storage, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, also den Lagerplatz, wo die ganzen Ressourcen abgelagert werden für den Bau, und das Konstruktionsschiff muss da in der Nähe dann parken. Das ist also auch wieder von der ganzen Logistik schwierig, das dann mit mehreren Schiffen zu machen. Und das alles nur, um dann eine gewisse Steigerung, eine kleine Steigerung zu haben, weil wir würden es sicherlich jetzt ja auch nicht wollen, dass man dann mit 10 Konstruktionsschiffen Stationen im Handumdrehen bauen kann. Also es wäre sicherlich auch wieder mit einem Diminishing Return, wie wir das immer nennen. Also mehr Schiffe bringen dann irgendwann weniger Fortschritt verbunden. Ist diskutiert worden, aber für den Moment nicht geplant. Quality of Life Feature, Nutzung von stationseigenen Ressourcen für das eigene Baulager oder zumindest Transportdrohnen, die eigenen Ressourcen ans Baulager bringen? Ich erinnere mich hier an das mittlerweile gestrichene Feature, als Transportdrohnen automatisch nahegelegene Stationen versorgt haben. Ja, also für den Transport zwischen Stationen ist es in der Tat rausgenommen worden, weil das nicht viel gebracht hat und der Spieler das auch gar nicht wahrgenommen hat oft und es auch zu vielen Problemen geführt hat, weil diese Transporte manchmal wesentlich zu lange gedauert haben, abhängig davon, wie viele Drohnen zur Verfügung standen, wie weit die Entfernungen waren, wenn sie in derselben Zone stattgefunden hat. Also diese Art des Transports funktioniert ohnehin nur innerhalb einer relativ kleinen Entfernung. Aber für das Baulager der gleichen Station ist es schon möglich. Also wenn eine Station in ihrem Warenlager die für den Bau nötigen Rohstoffe hat, dann muss man eigentlich nichts tun. Dann werden die automatisch, sofern man Transportdrohnen hat, auch rübergebracht zum Baulager. Fraktionsspezifische Anpassung von Stationsräumen, jeweils eigene Designs für Managerbüro oder passend wäre es allemal, zumindest für das Büro des Repräsentanten. Eventuell auch die Hologramme der Argon-Schiffe von Stationen des Split, Paraniden oder Terraner zu nehmen und durch deren eigene Designs zu ersetzen. Können wir irgendwann damit rechnen oder fallen solche Dinge vom Standpunkt Aufwand-Ertrag eher seitlich weg? Kann ich jetzt nicht final beantworten. Wir arbeiten auf jeden Fall speziell jetzt für 5.0 an Innenräumen. Das kann ich sagen. Was genau reinkommt, ist noch zu früh zu sagen. Aber wir arbeiten auf jeden Fall generell an Innenräumen auch. Prima. Komplexere Einstellungen beim Stationsbudget. Wird es da mehr Optionen geben, zum Beispiel den Betrag festzulegen, ab dem eine Station die Einnahmen an den Spieler überweist oder automatische Überweisungen von Credits ans Baulager für gut laufende Stationen? Automatisches Überweisen ans Baulager ist nicht geplant, nein. Aber prinzipiell hat es da schon wieder einige Änderungen in 4.10 gegeben, um das besser verständlich zu machen, was da genau passiert. Auch das User-Interface ist da ein bisschen verbessert worden, aber auch das Verhalten. Aber ansonsten sind da jetzt keine großen Änderungen geplant.
Was können wir uns realistisch erhoffen hinsichtlich der Interaktionen, die auf Stationen möglich sind? Wird dieses Feature in absehbarer Zeit Erweiterungen erfahren, wenn auch nur kleine? Denkbar sind hier Dinge wie Informationen, die man in einer Bar sammelt, Glücksspiel um Credits oder vielleicht Gefangene befreien und rekrutieren. Gibt es vielleicht schon Ideen, die nur daran scheitern, weil die Ressourcen für die Umsetzung fehlen? Ja, also das Letzte ist ganz sicher wahr. Also die Ressourcen für die Umsetzung sind immer das Entscheidende. Also wir müssen gucken. Wir sind eine kleine Firma. Nein, aber sind interessante Punkte dabei. Wartet mal ab, was die Zukunft bringt. Bevor wir zum letzten Teil kommen, jetzt nicht zu früh freuen, der letzte Teil ist noch sehr lang, schauen wir uns noch einige der gegenwärtigen Features des Spiels an, beziehungsweise mögliche Verbesserungen oder Vereinfachungen. Welche Dinge in der gegenwärtigen Fassung des Spiels, die von Anfang an dabei sind, wolltet ihr gerne ändern, wenn ihr die Zeit und die Ressourcen hättet? Was gefällt euch selbst nicht? Was hingegen gefällt euch am besten? Über welche Features seid ihr am meisten froh? Puh, das ist eine große Frage. Da kann man jetzt sehr lange drüber sprechen. Ich glaube, ich habe das eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt halt immer einen Teil von Änderungen, die man vor allen Dingen nicht Safe-Game-kompatibel umsetzen kann. Ein kleines Detail in diese Richtung war das mit den Sonnenkraftwerken. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die Ergiebigkeit der Sonnen zu verändern. Das ist aber jetzt eher ein Detail. Radikalere Änderungen am User-Interface. Solche Sachen machen einfach wenig Sinn innerhalb des gleichen Spiels. Jetzt auch ja. nicht, auch nicht, wenn, auch wenn wir sehr große neue Feature in unsere Updates reinbekommen, ist es einfach zu gefährlich, dann die Leute zu verärgern mit Safe Games und Umänderungen im Universum. Also insofern, ja, es gibt da immer Dinge. Wir freuen uns dann immer auch langfristig drauf, irgendwann ein komplett neues Spiel zu machen, ein eigenständiges Spiel zu machen. Aber im Moment ist der Punkt eigentlich noch nicht erreicht. Aktuell gibt es immer noch eine Menge Sachen, die wir machen können in X4, so wie es ist. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Die Möglichkeit, sich Schiffspläne per EMP zu besorgen, wurde irgendwann per Patch entfernt. Dabei ist die nicht geldbasierte Beschaffung von Plänen ein zentrales Element der PHQ-Forschung. Können wir hier mittelfristig mit einer Überraschung rechnen? Also weitere Forschungsmöglichkeiten im Headquarter, auch in die Richtung, wie man an Blueprints kommt, sind definitiv eine Möglichkeit. Ich will immer vermeiden, dass man zu einfach an diese Endgame-Feature rankommt. Also speziell jetzt die Blueprints von Schiffen sind halt extrem wertvoll. Und da jetzt einfach sowas durch Hacking zu bekommen, ist dann einfach auch zu leicht, zu viel. Aber wir arbeiten in der Tat da an neuen Sachen für 5.0 auch wieder mit Research. Ich glaube, die nächste geht in eine ähnliche Richtung, wo wir schon beim Player HQ sind. In X3 war es noch möglich, Schiffe zu zerlegen und so an ihre Pläne zu kommen. Wäre es nicht eine konsequente Erweiterung der bestehenden Features von Player HQ Forschung und Werkbank, wenn man so an Teile von Ausrüstung käme, die uns heute verschlossen bleiben? Ich denke hier nicht nur an Blaupausen für Schiffe, sondern beispielsweise auch an Xenon-Ausrüstung. Xenon-Ausrüstung ist eher ein No-Go. Die Schiffe sind einfach auch nicht dafür ausgelegt, von Spielern geflogen zu werden. Da müssten wir wieder zu viel Kompromisse machen. Das ist nicht sinnvoll. Aber prinzipiell ist das auf jeden Fall ein Weg, wie man bestimmte Dinge freischalten kann. Wie gesagt, wir müssen mal abwarten, was zukünftige Erweiterungen eventuell bringen. Das Universum ist mit 4.0 gefährlicher geworden. Die Karg sind wieder aktiver. Auch sind Piraten, die Stationslager entleeren, immer noch Gegenstand verschiedener Diskussionen. Ist es möglich, uns einen kleinen Einblick zu geben in eure Überlegungen, wohin Egosoft mit Sektorverwaltung, Patrouillen, automatisierter Polizei und Piratenabwehr hin möchte? Naja, also prinzipiell sollte der Spieler die Möglichkeit haben, seine Flotten mächtiger zu machen und oft mit diesen Hilfsmitteln halt auch ganze Regionen zu schützen. Aber es sollte nie perfekt sein. Ich finde, es ist schon wichtig, dass auch im Endgame noch Bedrohungen da sind. Und wenn die, ja, und auch wenn dann halt manchmal die Piraten halt nerven. Man kann ja diese Bedrohungen halt fast alle auch immer zumindest phasenweise wieder abschalten, so wie man eben ja auch die Karg in ihre Schranken weisen kann, wenn man eben ihre Stationen zerstört. Und
In zukünftigen Spielen wird es neue, andere Bedrohungen geben und lasst euch überraschen. Das Player HQ spielt eine größere Rolle denn je und doch sind wir, so fühle ich mich zumindest, nur als Gast dort. Wie steht es um einen eigenen Raum, von dem aus der Spieler sein Handelsimperium steuern kann? Sehr gut möglich. Hatten wir eben ja auch schon mal ganz kurz angesprochen im anderen Zusammenhang. Ja, gut möglich. Das Modifizieren einzelner Komponenten, das per Player HQ Forschung freigeschaltet wird, ist auch immer wieder ein Wunderpunkt. Teile zu selten, Ergebnisse zu willkürlich, insgesamt eine Einladung zum mehrfachen Laden, bis das Ergebnis passt. Dürfen wir auch hier irgendwann auf Abhilfe hoffen, um dieses Feature beliebter und breiter zugänglich zu machen? Eine Überlegung wäre vielleicht, anstatt einzelne Modifikationen jedes Mal neu zu würfeln, stattdessen Blaupausen/Vorlagen von Modifikationen zu erstellen, die man dann, ausreichend Material vorausgesetzt, frei vom Zufall auf beliebig viele Komponenten anwenden könnte. Das würde das ganze Feature ad absurdum führen. Ich kann verstehen den Kritikpunkt, dass das schlecht ist, wenn das Feature dazu einlädt, ein Safe Game mehrmals zu laden, bis das Ergebnis passt. Das ist sicherlich nicht gut. Aber dieses Feature, Mods für Schiffskomponenten, ist ein Endgame-Feature. Ist bewusst darauf angelegt, dass halt Spieler belohnt werden, die sehr lange Zeit in das Spiel investiert haben, und das soll selten sein. Das ist hier genau nicht dafür gedacht, damit ganze Flotten auszurüsten. Das ist dafür gedacht, dass du dieses eine ganz besondere Schiff bekommst. Also jetzt einfach nur deine gesamte Flotte 10% schneller zu machen, das ist nicht der Sinn der Sache. Mit der Asgard ist erstmal ein Nicht-Xenon-Schlachtschiff eingeführt worden. Einige Spieler fragen sich, ob die anderen Fraktionen auch nachziehen. Es öffnet sich hier aber auch eine Tür, bestimmten Fraktionen einen gewissen Fokus zu geben, was die Split durch die Raptor schon ein Stück weit haben. Mhm. Kommt vielleicht ein Teladi XL-Frachter als nächstes? Welche Gedanken habt ihr euch hierzu gemacht? Was als nächstes kommt, dafür ist es noch zu früh, das zu sagen. Ja. Aber wir planen immer auch natürlich den verschiedenen Völkern unterschiedliche Schwerpunkte zu geben, klar. Und das ist sicherlich etwas besser gelungen dann mit den neueren Völkern nach dem Originalspiel, also mit den Split und den Terranern, als es das vorher war, weil wir einfach auch mehr Zeit und Ruhe hatten, uns damit zu beschäftigen. Aber ja, wir versuchen auch da im Nachhinein noch mehr rauszuholen. Lasst euch überraschen. Ein persönlicher Punkt betrifft die Schiffsvarianten Plünderer, Angreifer, Verteidiger. Mir ist aufgefallen, es gab in beiden bisherigen Erweiterungen keine Schiffsvarianten mehr, weder neue Varianten noch die Anwendung der bisherigen. Etwas, das mich sehr froh macht, wenn ich ehrlich bin. So wie das bisher gelöst war, separate Blaupausen für dieselben Schiffe mit unterschiedlicher Variante, empfand ich das immer als sehr unglücklich. Können wir denn irgendwann, also noch vor X5, mit einer Überarbeitung dieses Features rechnen? Denkbar wäre zum Beispiel die Blaupause eines Schiffs von der Variante zu trennen und letztere als Option für jedes Schiff anwendbar zu machen, je nachdem, welche Variante wir freigeschaltet haben. Puh, das ist sehr konkret. Ein sehr, sehr konkreter Vorschlag. Also das ist, nee, so hast du das im Moment definitiv nicht geplant. Es ist halt auch wieder so eine Frage, wie sehr man da jetzt immer auf ein Safe Game setzt. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal in unserem früheren Gespräch hier erwähnt, dass wir Wege suchen, wie wir den Spieler motivieren möchten, nicht immer nur mit dem gleichen Safe Game immer weiter zu spielen, sondern vielleicht auch nochmal neu anzufangen, um nochmal einen ganz anderen Einstieg in das Spiel zu finden oder das Early-Mid-Game halt nochmal zu genießen. Und da gehört es auch dazu, dass man da natürlich weniger aufgeben möchte, weil eben wenn man halt gerade jetzt zum Beispiel hier solche teuren Blaupausen dann schon mal einmal erarbeitet hat, dann will man die nicht so gerne aufgeben und das ist jetzt etwas, was die Leute vielleicht abhält, nochmal von vorne anzufangen. Das ist das, was mich in diese Richtung eher bewegt. Deswegen haben wir uns dieses System überlegt, dass die Spieler mit den Custom Game Starts in naher Zukunft ein wenig Feature freischalten können, also in einem neuen Game Start freischalten können, die sie schon einmal erreicht haben, ohne dass dass der Game Start als modified deklariert wird. Das hier sehr konkrete jetzt, dass wir da also weniger Blaupausen letztlich haben, ist so definitiv nicht geplant. Der Wunsch nach Kollisionsschaden steht auch immer wieder auf der Wunschliste einiger Spieler.
Wenn ich an Ex Beyond the Frontier zurückdenke, als es keine Hülle gab und jede schon mittelschwere Kollision tödlich gewesen ist, so sind wir nun mit X4 gefühlt im anderen Extrem angelangt, in dem Zusammenstöße völlig gleichgültig, da wirkungslos sind. Könnt ihr uns einige eure Gedanken zu diesem Thema mitgeben, wie es zu dieser Entwicklung kam und was wir für die Zukunft erwarten können? Man will natürlich vermeiden, dass kleine Unfälle zu großen negativen Impact haben. Also der Spieler soll ja nicht frustriert sein, weil er jetzt entweder selber oder noch schlimmer der Autopilot irgendwie eine Kollision verursacht hat und deswegen jetzt wieder laden müssen oder nochmal neu anfangen. Also das war auf jeden Fall der Hauptgrund. Dass man das Spiel da auch selektiv wieder ein bisschen schwerer machen kann, das haben wir ja jetzt gerade mit 4.10 beim Explosionsschaden gezeigt, dass wir das durchaus in Erwägung ziehen. Aber man muss das eben sehr vorsichtig machen, wie auch die erste Beta gezeigt hat, bei der der Explosionsschaden wohl etwas Überhand genommen hatte. Kollisionsschaden jetzt da aber massiv hochzudrehen, nee, also das ist nicht geplant und sehe ich auch nicht jetzt. Das ist wieder eine dieser Sachen, die man eher nicht in einer Erweiterung bzw. in einem 5.0 oder 6.0 Update irgendwie machen würde, sondern das ist dann eher was für ein neues Spiel. Wir starten in den letzten Block. Unser letzter Blick geht, wie es so üblich ist, nach vorn in die Zukunft und berührt einige aufwendigere Ideen als auch Mods. Zunächst zu X Rebirth. Das Spiel kam leider nicht ganz so gut bei vielen Spielern an, doch in all der Kritik habe ich kein schlechtes Wort über das Design der Stationen, Sektoren oder der Schiffe gehört oder gelesen. Im Gegenteil, viele Spieler bedauern, dass sich X4 in diesen Punkten von X Rebirth entfernt hat. Entsprechend ist im X4 Workshop unter Most Subscribed das XR Shipack auf Platz 1. Und unwesentlich tiefer Fire and Smoke, das die alten Effekte von X Rebirth auf X4 zu übertragen versucht. Was waren denn die Gründe dafür, die X Rebirth-Effekte so drastisch aus X4 rauszunehmen? War es die Performance oder, als Advocatus Diaboli gefragt, der Wunsch, sich vom X Rebirth-Desaster möglichst abzugrenzen? Oder war es etwas ganz anderes, was wir bisher nicht bedacht haben? Nee, also definitiv nicht Letzteres. Also Desaster, wie würde ich das ohnehin nicht nennen? Es ist klar, es war beim Release sicherlich sehr unglücklich. Da waren auch viele Bugs drin und da kam vieles zusammen. Die Erwartungshaltung der Community, die halt wirklich wahrscheinlich schon X4 erwartet hat, ja, und so weiter. Nee, aber das ist sicherlich nicht der Grund. In der Tat, Performance ist ein Grund und wir haben da natürlich andere Ansprüche. Bei X4 ist das Universum noch größer und komplexer und vor allen Dingen dichter, was dann auch wieder bei den Effekten ein Problem macht. Aber wir haben in der Tat jetzt mit 4.10 gerade wieder da mehr nachgeliefert, weil wir die Performance an einigen kritischen Stellen stark verbessert haben, sodass wir das jetzt also auch wieder hochdrehen können. 4.10 bietet da eine Menge mehr, als der Name suggeriert. Also ich würde vorschlagen, sich das mal genauer anzugucken, weil das auch eine relativ tiefgreifende neue Änderung in der Grafik-Engine hat, die uns da eine Menge neue Möglichkeiten erschließt, also speziell beim Asset Loading, was auch gerade auch wieder für Effekte wichtig ist. Also das hängt alles miteinander zusammen. Was das Schiff betrifft, ist es ein bisschen komplizierter. Ja, wir hätten auch gerne von Anfang an natürlich einige dieser früheren X-Rebirth-Schiffe, speziell die besonders schönen großen Capital Ships in X4 drin gehabt. Die sind aber auch aus Performance-Gründen rausgelassen worden. Die sind ganz anders vom Setup, als das die X4-Schiffe sind. Und speziell, wenn man sie dann kombiniert, also wenn man jetzt große Verbände hätte von allen möglichen Schiffen und die dann auch noch dazu, dann würde das Spiel deutlich mehr Grafikspeicher brauchen, als es das ohnehin schon tut. Und das ist immer ein sehr kritischer Punkt. Wie gesagt, die neue Engine in 4.10 verbessert das drastisch. Also wir haben da gerade noch ein paar technische Probleme, deswegen geht die Beta wahrscheinlich noch etwas länger. Aber das bietet auf jeden Fall Anlass zur Hoffnung, dass wir da in Zukunft noch mehr machen können. Aber einfach nur die Schiffe aus X-Rebirth zu übernehmen, ist aus mehreren Gründen keine gute Idee. Technische Gründe aber alles. X-Rebirth bietet eine gute und offensichtlich beliebte Vorlage, um so einige Wünsche der Spielerschaft zu befriedigen. Das Schiffsdesign der alten Fraktionen könnte auf Vordermann gebracht und um fehlende Klassen erweitert werden, zum Beispiel Schlachtschiffe, XL-Frachter etc.
Das großartige Sektordesign wäre eine Bereicherung und, Stichwort Yaki, auch der Wunsch nach mehr semi-autonomen Fraktionen könnte hier eine Erfüllung finden. Wie denkt Egosoft darüber, diese Elemente, in welcher Form auch immer, vielleicht sogar als eigenständige Erweiterung, in X-Vier einfließen zu lassen? Ist nicht geplant. Also X-Rebirth ist ein eigenständiges Spiel, das hat seine Vor- und seine Nachteile. Ja, sie spielen in einer ähnlichen Zeit, insofern wäre das nicht völlig ausgeschlossen, aber ist aktuell definitiv nicht geplant. Jetzt zum Modden mit einer etwas längeren Einleitung. X als Spiel war zwar nie einfach zu modden, doch Egosoft als Entwickler hat das Modding stets sehr unterstützt. Mehr noch, in vergangenen Spielen der X-Serie wurden gute und beliebte Mods sogar ins Spiel übernommen. Das jüngst erschienene Farnham's Legacy wäre ohne die Community nicht denkbar. Mit dem Steam Workshop für X4 wird auch klar, Egosoft wünscht sich diesen Aspekt für X4. Zugleich war man aber durch Mods von den Ventures ausgeschlossen, wenngleich diese bisher keine großen Features gewesen sind. Doch das ändert sich mit der Erweiterung der Online-Komponente, also den Multiverse Team Seasons. Modding und Multiplayer stehen damit in einer nie dagewesenen Spannung zueinander. Immer diese Dramatik in der Formulierung. Ja. Ist das exklusive Entweder-Oder zwischen den kommenden Online-Features und dem Modding als solchem eine Abkehr von Seiten Egosofts hinsichtlich des Moddings? Fragezeichen? Nein, auf keinen Fall. Modding ist eine tolle Sache. Es ist super. Auf jeden Fall ein Aspekt, den wir unterstützen wollen. Wir werden ja auch als kleines Team sind wir da geradezu darauf angewiesen, dass uns da Fans helfen. Nicht wirklich das Spiel zu verbessern oder zu korrigieren, das wäre anmaßend, das geht eh nicht so einfach. Aber es gibt halt so viele Richtungen, in die man das Spiel weiterentwickeln könnte, dass man eben mit Mods tolle Möglichkeiten ausprobieren kann. Aber die sind dann eben auch nicht vergleichbar miteinander. Also das Problem sind letztlich die Mods, die jetzt wirklich existieren aktuell auch, die das Spiel verbessern. Meistens solche kleinen Quality of Life Improvements, die sich dann in Zukunft möglicherweise mit den Online-Multiverse Team Seasons beißen würden, also die dann unmöglich machen. Das können wir auf zwei Weisen lösen. Entweder indem wir das Mod signieren. Das ist also ein Mechanismus, den wir wieder unterstützen wollen, sobald es dann wichtig wird mit den Multiverse Team Seasons. Oder indem wir einfach dieses Mod oder die gleiche Funktionalität, wir würden das wahrscheinlich meistens nicht machen, indem wir das Mod wirklich integrieren, aber eine ähnliche oder gleiche Funktionalität dann einfach ins Spiel übernehmen. Und genau das ist eigentlich der Weg. Wie gesagt, andere Änderungen, die jetzt eben neuen Content hinzufügen, die ganz, ganz andere Universen darin darstellen, die stehen eh nicht zur Diskussion, weil die machen im Kontext Multiverse Team Seasons einfach keinen Sinn. Dann kann man das Spiel nicht mehr miteinander vergleichen. Man kann ja auch keine gemoddeten Schiffe in andere Universen schicken. Das ist leider einfach ein Widerspruch in der Zielsetzung. Es geht beim Online-Spiel schon auch darum, sich mit anderen Spielern zu messen, sich zu vergleichen, ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Und das steht leider ursächlich da im Widerspruch zu der Möglichkeit, völlig flexibel zu modden. Aber Quality of Life Improvements sind davon natürlich ausgenommen. Und deswegen müssen wir uns die eben einzeln vornehmen und gucken, dass wir die nach Möglichkeit ins Kernspiel einfach von Anfang an integrieren. Und da bin ich auch immer offen, wie gesagt, noch einmal die Aufforderung, wenn ihr da irgendwie besondere Dinge habt, die ihr im Moment benötigt und die jetzt nur in einem Mod verfügbar sind, schreibt mir. Auch gerne die Mod-Autoren selber mir schreiben, was ist da besonders gewünscht, was ist besonders beliebt. Wie gesagt, so etwas wie die X-Rebirth-Schiffe, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht kompatibel sein mit so etwas wie Multiverse Team Seasons, aber UI-Improvements, solche Sachen gerne. Genau, du hast damit quasi schon die nächste Frage beantwortet, in der es auch um die Möglichkeit ging, Mods offiziell zu zertifizieren. Also das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Dann können wir rüberspringen. Der Blick in die Zukunft, X4 Ahoi, lautet das Stichwort. Also da zunächst mal, bevor ich die Frage lese, das ist ein Arbeitstitel, der vor allem intern und für die Förderung gedacht war. Wer sich den wohl ausgedacht hat. Ja, wer sich den wohl ausgedacht hat, der kann nicht sehr nah
Naja, lassen wir das. Also, das Ding wird in keinem Fall XPA Heu heißen. Ihr werdet das dann später im Jahr erfahren, wie das letzten Endes wirklich heißen wird. Und das ist letztlich auch schon die Antwort auf die Frage. Beide bisherigen Erweiterungen für X4 wurden jeweils im August 2019 und 2020 offiziell angekündigt. Können wir Pandemie zum Trotz auch in diesem Jahr damit rechnen? Das ist was ich beantworten kann. Ja, wir werden dieses Jahr noch ankündigen, was für X4 als nächstes geplant ist. Pandemie oder nicht Pandemie, weil letztes Jahr hatten wir auch schon Pandemie und da haben wir auch Wiege der Menschheit angekündigt. Also der Plan ist, dass das dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden wird, die Ankündigung. Und dann sehen wir mal weiter, wann letzten Endes dann das tatsächliche Produkt veröffentlicht werden wird. So, nächste Frage. Abseits der offiziellen Erweiterungen arbeitet Egosoft ja auch weiter an den bestehenden Inhalten. Habt ihr ein Wort für die Spielerschaft, die sich hier über kommende Updates eine Art Roadmap wünscht? Also ich vermute mal, die Community würde sich wünschen, früher konkrete Informationen zu den größeren Updates zu erhalten. Ja, ich meine, das ist ein bisschen ja das, was wir hier gerade tun, Fragen Ja. beantworten. Es ist leider gefährlich, das jetzt mit zu detailliert über ungelegte Eier zu sprechen. Manchmal kann man dann auch für sehr viel Ärger sorgen, wenn etwas dann doch anders wird als ursprünglich geplant und oder eben vielleicht sogar gestrichen werden muss. Also deswegen sind wir da auch manchmal ein bisschen vorsichtig. Aber prinzipiell, glaube ich, sind wir offen und kommunizieren auch offen. Also ich bin da auch immer gerne dabei, die Sachen zu erklären. Und ich meine hier gerade mit diesem Podcast, gehen wir ja auch in diese Richtung. Die obligatorische letzte Frage. Wann kommen die Boronen und Venendra? Also, ja, Boronen, tja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, weiß ich gar nichts zu. Der Autor verabschiedet sich mit den Worten: Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr euch nehmt, uns die Fragen zu beantworten. Danke für die Bereitschaft, das Interview zu machen. Und last but not least, meinen persönlichen Dank für die vielen tollen Stunden, die ihr mir bereitet habt. Ja, Cool. haben wir sehr gerne gemacht. Danke dir, Bernd. Und ja, wie gesagt, ihr habt es gehört. Schreibt dem Bernd, wenn ihr was ganz Bestimmtes habt, was ihr ihm mitteilen wollt. Keine falsche Bescheidenheit. Ja, immer gerne. Prima, Tschüss. danke dir. Wir hoffen, dass wir einige eurer Fragen zufriedenstellend beantworten konnten und wir bedanken uns nochmal für die vielen Fragen und vor allem auch für die Organisation der beiden Bearbeiter bei uns im Forum. Danke natürlich auch für euren anhaltenden Support. Falls euch das hier gefallen hat und ihr die englische Sprache zumindest ein wenig versteht, empfehle ich euch auch mal in die vorherigen und die nächsten kommenden Episoden des Inside Egosoft Podcasts reinzuhören. Die sind wie gesagt in englischer Sprache, damit wir damit einfach eine größere Gruppe unserer SpielerInnen erreichen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann vielleicht nochmal eine deutschsprachige Episode aufzeichnen werden. Abgesehen davon erhaltet ihr die wichtigsten News von uns natürlich auch immer in deutscher Übersetzung, sei es auf unserer Webseite, im Forum, den News auf der Steam-Seite von X4 Foundations oder auch in unserem Newsletter. Übrigens, falls ihr den noch nicht kennt, einfach mal im Egosoft-Forum in eurem User-Profil die entsprechende Option aktivieren, dann erhaltet ihr den Newsletter auch beim nächsten Versand. Wenn der euch dann nicht gefällt, könnt ihr euch immer noch sehr einfach abmelden. Also, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, viel Spaß im X-Universum und bis bald. Hier ist Greg und ich melde mich ab.